Jetzt geht es los. Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Balve und seine Dörfer erfolgte Anfang der Woche der Baustart in Eisborn zur Neugestaltung des ersten Bauabschnitts der grünen Ortsmitte. Der Bauabschnitt umfasst die Bereiche des Schützenplatzes und der Feuerwehr sowie der angrenzenden Park- und Spielplatzanlage zwischen Horster Straße, Asbecker Straße und Schützenstraße. Die Bushaltestelle Horster Straße wird ebenfalls umgebaut. Die Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerwehr und Schützenhalle werden je nach Baufortschritt ermöglicht. Es kann phasenweise aber zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen. Die Bauzeit wird vermutlich 4 Monate betragen. Auch in Volkringhausen sollen die Bauarbeiten am 1. August beginnen. Die Bushaltestelle am Glashüttenweg vor der Hönnebrücke wird ebenfalls umgebaut. Als Ersatzhaltestelle werden nach Abstimmung mit den Verkehrsbehörden und den Busgesellschaften die vorhandenen Bushaltestellen an der Menner Straße genutzt. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung des zukünftigen Platzbereiches durchgeführt. Auch hier sind bis zu 4 Monaten Bauzeit eingeplant.